Löffel? Ja, nochmal, nicht nochmal von vorn, sondern weiter. Ja, aber wenn du für Freigeist und Freiheit bist, dann bist du ja für Freiheit, ne? Also die Freiheiten Ja. werden uns ja immer mehr genommen. Was sagst du dazu? Man darf den Menschen die Freiheit nicht nehmen. Der Mensch hat ein Persönlichkeitsrecht, ein Individualrecht. Vom Grundgesetz her ist der Mensch frei. Das bedeutet, egal was man macht, das ist eine Würde, die man dann vertritt. Und wenn jemand gerne Gärtner ist, dann ist es eine Würde, dort zu gärtnern. Wenn jemand gerne schwimmt, dann ist es eine Würde, zu schwimmen. Auch zu philosophieren ist eine Würde. Man darf philosophieren über alles und was die Sache wert ist. Also weil du auch eine Art Philosoph bist, ja, dich auch so siehst. Und was hat es denn auf sich mit dem Robin Hood, der du aus Köln bist? Richtig. Robin Hood hat die Menschen motiviert. Robin Hood hat die Menschen ihre Würde auch gegeben und gezeigt, was genau falsch läuft in der Gesellschaft damals. Viele Adlige und Reiche, ein großer Tross an armen Menschen, an armen Familien. Er hat gesehen, so, was wichtig ist. Wichtig ist zu verteilen, von oben nach unten. Und dadurch wird der Frieden für die Zukunft gesichert. Wunderbar, das ist ein schönes Statement, das du setzt. Und wir freuen uns darauf. Das ist, klingt sehr, sehr, sehr spannend. Jetzt ist halt die Frage, wie denkst du, dass du den Wahlkampf gewinnen kannst? Weil du bist ein Gewinnertyp. Du weißt ja, du bist gedanklich schon ein Gewinner. Es gibt natürlich viel Korruption in den Parteien und so weiter. Wir wissen das alle. Hast du eine Idee, wie du dich da finanziell stark machen kannst? Nein, eigentlich nicht so. Ich mache das alles unabhängig. Ich bin ohne Finanziers unterwegs. Ich mache das betriebswirtschaftlich Möglichste. Das bedeutet Minimalprinzip oder Haushaltsprinzip. Mit gegebenen Mitteln den höchstmöglichen Gewinn erreichen. Und dieser Gewinn ist halt der Gewinn des Wahlkreis 93 am 26.09.2021 trete ich in den Bundestag ein. Schön, da freuen wir uns drauf, Martin. Und du wirst sicher, sicher sehr, sehr viele Stimmen bekommen. Was denkst du, was braucht man so ungefähr an Stimmen? 35.000 Personen müssen mich wählen, damit ich in den Wahlkreis 93 eintreten kann, gewählt werden kann. Also wenn mich 35.000 Leute wählen, bin ich im Bundestag. Deswegen Leute, wählt mich. Ich stehe für die Rechte und die Freiheit und die Persönlichkeit des Einzelnen sowie der Familie, der Handwerker, weil ich will auf jeden Fall auch eine Ausbildungsgarantie im Wahlkreis 93 errichten. Ich möchte, dass die Menschen mehr Zeit zum Leben haben. Und deswegen, wenn ihr mehr Zeit zum Leben haben wollt, wenn ihr mehr Luxus haben wollt, also das heißt, Luxus ist für mich eigentlich ein einfaches Leben zu haben, eine eigene Wohnung zu haben oder ein Häuschen, seine Familie, einen kleinen Garten. Und das ist das eigentlich, was man braucht. Mehr braucht man eigentlich großartig nicht. Ja, natürlich. Oder ein eigenes Flugzeug hier. Ja, kurzer Statement hier. Richtig. Deswegen, man fragt sich doch, was ist der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens sein. Irgendwann mal eine Familie zu gründen oder seine Karriere oder seine Selbstentfaltung nachzujagen. Und wenn man das machen darf und das kann, dann ist das Freiheit. Und was wir jetzt gerade haben, ist genau das Gegenteil. Also, wir können uns nicht entfalten. Und das ist das, was mir nicht gefällt. Genau. Und deswegen trete ich auch an als Bundestagskandidatin für den Wahlkreis 93. Weil, wenn nicht aus Kölle, ehrlich gesagt, ganz ehrlich, wenn nicht aus Kölle, woher sonst so eine Sensation herkommen? Nur aus Köln kann das herkommen. Richtig. Und ja, es ist ja praktisch dann wirklich eine Sensation. Ne? Weil du wärst der Erste nach wie vielen Jahren? 72 Jahren. Du wärst der erste Kandidat, Einzelkandidat, ne? Nach 72 Jahren, der es überhaupt schaffen kann, da reinzukommen. Richtig. Martin, das schaffst du. Wir unterstützen dich. Ja? Großer Aufruf jetzt an alle, vielleicht nochmal von dir. Wählt Martin Josef Schibilski im Wahlkreis 93.
am 26.09., also auf dem Wahlschein wird stehen Martin. Das reicht schon. Es wird keinen anderen Martin geben. Es kann nur einen Martin geben. Gibt ihm diese Stimme. Und ich verspreche euch Freiheit. Im Gedanken, in der Handlung. Und für die Familien verspreche ich beste Förderung. Das kannst du mit mir geben. Wenn ihr mich nicht wählt, dann wird es diese Sache so in dieser Form nie wieder geben. Nur mit mir. Peace. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Martin. Wir wählen dich. Dass du mich interviewt hast, liebe Sabine. Dankeschön, Martin. Alles Gute, bis bald. Schluck, 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 schluck.